Faszination Antikmöbel. Ein antikes Möbelstück hat bestimmt jeder schon mal gesehen, egal ob bei den Großeltern oder im Museum. Ein solches Stück Zeitgeschichte muss aber mindestens 100 Jahre alt sein, um als antik zu gelten. Also das geht so los bei der Spätrenaissance hört praktisch auf so um 1900. Allerdings sehen viele antike Möbelstücke nach einigen hundert Jahren optisch nicht mehr ganz so ansprechend aus. Auch an ihnen schreitet eine so lange Zeit nicht spurlos vorbei. Um die Antiquitäten wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen, kümmern sich Restaurateure. Der Fachmann zeigt uns an einem antiken Tisch, welche Arbeitsschritte dafür wichtig sind. Als erstes werden Beschläge und Schlösser abmontiert, dass die Holzoberfläche optimal bearbeitet werden kann. Die Konstruktion wird stabilisiert und eine Lackpolitur aufgetragen. Wichtig bei der Restauration ist, dass das Möbelstück original erhalten bleibt. Die Oberfläche darf deswegen auf keinen Fall abgeschliffen werden. So würde das Möbelstück seinen ursprünglichen Charakter verlieren. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, da sieht man, der Spalt hier ist relativ schmal und zur rechten Seite hin ist er relativ hoch. Das heißt, da stimmt was mit der Schubladenführung nicht. Wahrscheinlich ist die abgelaufen. Und man kann sich das jetzt von innen anschauen. Das sieht noch recht gut aus. Das heißt, man würde jetzt in diesem Fall vermutlich hier Holz aufsetzen, dass die Schublade einfach wieder in die richtige Höhe kommt. Eine komplette Restauration dauert mehrere Wochen, da das Möbelstück nach einem Arbeitsschritt meistens ein oder zwei Tage ruhen muss. Dafür merkt man den Vorher-Nachher-Unterschied deutlich, wie auf diesen Fotos zu sehen. Gearbeitet wird also mit viel Liebe zum Detail. Ja, eigentlich, dass auch eine gewisse Emotionalität in den Möbeln steckt. Man spürt, und ich glaube auch, wenn man das nicht vom Fach ist, dass einfach ein Unterschied ist zwischen einem Möbel, was letztendlich vom Fließband fällt, wo ich meine Schreinerlehre vor bald 4 Jahrzehnten gemacht habe, da hieß es, dass man nur 1,5 Stunden als Schreiner an einem kompletten Schlafzimmer verbringen darf, ne? Irgendwo mal ein bisschen hinterherfuschen. Und wenn man bedenkt, dass man dann Möbel hat, wo manchmal über Jahre Leute dran gearbeitet haben, und das kommt auch irgendwo rüber und das spürt unterschwellig auch ein Kunde oder jemand, der jetzt nicht unbedingt vom Handwerk ist. Die Sachen strahlen was aus, sie sind nicht leblos. Ne? Und man hat heutzutage genug leblose Sachen in der Wohnung. Ob sich eine Restauration lohnt, ist immer abhängig vom Zustand des Möbelstücks und wie aufwendig die Restauration ist. Wussten Sie, dass Antikmöbel auch umweltschonend sind? Die wurden zum Teil lange vor unserer Zeit hergestellt und sind deswegen nicht CO2 belastet. Und gleichzeitig sind sie ein Stück Zeitgeschichte.